Lego Harry Potter Adventskalender, Tür 11. Hallo Freunde des morgendlichen Aufbauspaßes, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich bin der Stefan. Heute ist der 11. Dezember 2021, das heißt, wir öffnen das 11. Türchen des Lego Harry Potter Adventskalenders. Ich muss gestehen, ich hatte im Vorfeld mal darüber nachgedacht, ob ich diese Adventskalender einfach kaufe, zusammenbaue und dann präsentiere und sage, lohnt sich's oder lohnt sich's nicht. Und das wäre für mich deutlich einfacher gewesen, aber ich fand die Idee so super, irgendwie gemeinsam so einen Kalender zu öffnen. Darum dachte ich, machen wir das in einzelnen Clips, oder? Das ist ein Riesenaufwand für mich, aber es macht deutlich mehr Freude. So, falls ihr da widersprecht, schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn ihr das gerne komplett gesehen hättet, würde mich das interessieren, dann mache ich den Quatsch nicht wieder. So, Figur! Ein Kobold-Dingsi, hier, aus Gringotts, glaube ich, oder? Sagt einfach ja. Der hat bestimmt auch einen Namen im Universum und es tut mir schrecklich leid, dass ich den nicht kenne, aber eine Figur, ich freue mich immer über Figürchen. Und auch hier haben wir wieder Mini-Beine, unbedruckt, aber einen toll bedruckten Torso. Wir haben ein Wendegesicht in, ich gucke einfach nur grimmig und ich lächle ein bisschen grimmig. Weiß ich nicht, es scheinen jetzt nicht die glücklichsten zu sein hier. Warum nicht? Naja, und der kriegt einen dicken goldenen Schlüssel an die Hand, wovon wir zwei haben, aber einer muss reichen. Also er hat Schlüssel für ein Schließfach. So. Ich finde das blöd gemacht. Meine Figur hält den andersrum als auf der Anleitung angegeben. Ich finde das dekorativer. Ist der nicht cool? Ja! Highlight! Ah, oh, super. Also bei den Figuren enttäuschen sie mich bisher nicht. Das ist eine feine Sache. Die ist echt cool. Ich würde mir echt wünschen, dass sie irgendwann mal die Mini-Beine bedrucken. Aber trotzdem, so startet man doch gerne in den Tag, oder? Das ist auf jeden Fall eine schöne Erweiterung der eigenen Harry Potter-Sammlung. Das freut mich. Ich hoffe, euch freut es auch. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Denkt an Daumen, Abo, Glocke. Ich danke herzlich fürs Zuschauen. Schönen Tag. Macht's gut.